Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade. Ja. Steuerung T. Ja, was kann ich so noch erzählen? Eigentlich nichts. Wir haben keinerlei Quests. Dann suche ich mal hier nach der Quest, die ich euch eigentlich zeigen wollte. Gildenmeister sprechen. Da. Sucht ihr nach Arbeit? Ich suche gerade nach jemandem, der einige Wein. Okay, einige Weine für mich liefern kann. Vielleicht wäre das etwas für euch. Ich habe eine Ladung Wein, die in die Schenke von Kurav geliefert werden muss. Wenn ihr 11 Einheiten Wein in 7 Tagen nach Kurav bringen könnt, würdet ihr dadurch 260 Dinar verdienen. Was sagt ihr dazu? In Ordnung, ich werde die Lieferung übernehmen. Ausgezeichnet, dann zähle ich auf euch. Weiterziehen, verlassen. Ja, wo muss ich hin? Ich weiß, dass es irgendwo hier oben ist, oder? Kurav. Und ich glaube, ich laufe sogar ganz normal dahin. Weil immer hin und her porten ist ein bisschen blöd. Aber wiederum ist das auch blöd für mich, weil ich habe keine Ahnung, worüber ich reden soll. Aber naja. Schauen wir uns mal die Fürsten hier an. Die Gegner hier an. Mir ist langweilig. Oh, ich kann mich verbessern. Vielleicht hört ihr das. Ich bin ein bisschen verschnupft. Verschnupft. Aber egal. So, mehr Gefangenen haben können. Tun werden. Oder ich porte mich vorher zu jeder Hauptstadt hin. Dum, dum, dum. Marktplatz. Waffenhändler. Du Idiot, du hast nichts für mich. Aber ich könnte ja hier nochmal durch die Stadt laufen. Und die Kisten suchen. Weil ich weiß nicht mehr, in welcher Stadt das waren. Ich weiß, dass die Kisten alle in Büschen versteckt sind. Oder nicht alle. Keine Ahnung, wo die alle sein sollen, die Kisten. Aber wenn ich die finde, ist es was Positives für euch und für mich. Ich habe sie gefunden und ihr wisst, wo die sind. Wo sind die Kisten? Ich möchte nämlich das ganze Outfit haben. Wie ihr seht, haben wir nur so einen Helm und das Schwert. Ich möchte aber dazu noch die Rüstung. Ja, alles mögliche, das restliche Zeug. Hier hinten scheint das nicht zu sein. Ich glaube, ich sollte gleich mal meine Nase putzen gehen. Das ist blöd. Ich verschnupft bin, aber viele sagen ja, das ist unprofessionell, wenn man jetzt irgendwie verschnupft oder keine Ahnung, was krank aufnimmt oder so ein Kram. Mir geht es nicht um Professionalität oder um gute Videos oder so, sondern einfach nur, dass ich Spaß habe. Ob ihr sie schaut, ist mir egal. Manu. Ich weiß ja noch nicht mal, ob hier welche sind, aber da hier Büsche sind, habe ich wirklich das Gefühl, hier könnten Kisten sein. Nur wo, weiß ich leider nicht. Ich glaube, da hinten muss ich noch lang und das war's dann auch schon. Ja, hier sieht es nicht mehr so gut aus. Dann heißt das jetzt hier hinten rechts weiter. Mal gucken, ob ich hier irgendwo eine finde. Hier drin ist keine. Blöd, blöd, blöd. Ah ja, da komme ich nicht weiter. Yep. Gut, das war's dann schon hier. Dann finde ich hier keine. Dann ab nach Vereshchek. Und rein in Vereshchek. Vereshchek, Schek, Schek. Marktplatz, Waffenhändler. Manu, wo haben die meine Lieblingswaffe versteckt? Ach man. Kehr zurück. Spaziergang durch die Straßen. So, als erstes würde ich sagen, nach da gucken. Da ist nichts. Da und geradeaus weiter. Aber hier sieht das nicht mehr so richtig aus.
Irgendwie sieht das hier für mich viel zu aufgeräumt aus. Finde ich hier irgendwas? Nö. Ich kann ich nicht rüber, gut. Ich glaube, ich weiß wo noch. Ich weiß noch, wo eine Kiste ist. Also in welcher Stadt. Ich glaube, dass sie dort ist. Ob sie wirklich dort ist, weiß ich nicht. So. Müssten wir da vorne rechts weiter? Mal gucken. Nein. Hier ist es viel zu aufgeräumt. Kann ich auch Leitern steigen? Nee, die ist zu steil. Ich weiß, dass ich Leitern steigen kann, aber die ist zu steil gewesen. Kann ich hier rüber? Nein. Gut, dann war es hier wieder. Verlassen. Ein Vera-Check ist nichts. Ein Rivan-Check geht's. Ein Riva-Check. So, mal hier gucken. Marktplatz, Waffenhändler. Nöp, nicht da. Spaziergang durch die Straßen. So, hier sieht's viel zu aufgeräumt aus. Ah, naja. Aufgeräumt, naja, bebaut. Aufgeräumt wäre es ja nicht. Ist zu bebaut. Da ist eine Truhe. Ha, hab eine Truhe gefunden. In Rivascheck ist eine im Gras. Und hier ist merkwürdige Rüstung. Und merkwürdiges Kurzschwert. Zurück. Ha. Aha, das hier ist ein Zweihänder. Das, was wir in Tia gefunden haben. Gut. Dann haben wir schon mal mehr gefunden. Inventar. So, das anziehen. Und merkwürdiges Kurzschwert. Dann war unser anderes besser, aber egal. Könnte ich das theoretisch wegtun, das Schild. Und tun mir das merkwürdige Kurzschwert rein. So. Jetzt heißt das, wir haben schon mal eine Rüstung und zwei Schwerter. So, und weiter. Rivadin. Ab in Rivadin. Marktplatz Waffenhändler. Manu, auch nix hier. Die andere Rüstung ist nicht besser. Ha, das ist gut. Das höre ich gerne. So, zurückgeben. Spaziergang durch die Straßen der Stadt. Bla bla bla. Bla 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 bla. Gut. Also heißt das. Auch in diesen Heuballen könnte eine Truhe sein. Die Truhe war sehr auffällig, muss ich dazu sagen. Da scheint nichts, nix zu sein. Gehen wir mal nach oben weiter. Und da gehen wir als letztes hin. Aber das ist schon mal gut, dass wir schon mal zwei Truhen gefunden haben. Ich glaube, es gibt noch eine weitere und noch eine dritte. Eine vierte meine ich. Ich weiß es nicht so genau. Ich habe mich noch nie befasst damit nach der Suche der Truhen. Ich wusste, dass es die eine Tier gibt und mehr wusste ich nicht. Und dass die irgendwo bei Wege eine ist. Als mir ein Freund erzählt hat. Hier scheint keine Truhe zu sein. Gut, dann hier raus. Verlassen. Nach Kudan. Und rein. Marktplatz Waffenhändler. Nix. Spaziergang durch die Straßen, bla bla bla. Hier ist es zu verschneit, als dass man hier was verstecken könnte, aber man weiß ja nie. Hm, ja. Hier ist auch nix. Da ist auch nix. Ha. Hau, hau, hau. Sieht nicht so gut hier aus. Aber wie bei dem Heubein war das ja auch sehr leicht versteckt. Deswegen es mich nicht wundern würde,
wenn hier irgendwo die Truhe baufällig rumliegen würde. Waffenmeister. Waffenmeister? Der Waffenmeister verkauft auch Helme und Schuhe. Egal. Da hinten möchte ich gleich noch hin. Ach, hier war ich schon. Kann ich da hinten hin? Mal gucken. Boah, bei den Baumstämmen könnte man schön was verstecken. Also dahinter. Hier ist nichts. Und da ist auch nichts. Das ist blöd. Mal gucken, ob da hinten welche sind.